Dere und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Strategic Mind the Pacific. Wir schauen uns in diesem Video den 9. Mai 1942 an in der Schlacht im Korallenmeer. In der Realität ist an diesem Tag nicht mehr gekämpft worden, habe da im letzten Video bereits erklärt und erwähnt, was am 8. alles so passiert ist. Heute schauen wir uns noch kurz an, welche Folgen diese Schlacht hatte, und danach widmen wir uns voll und ganz der Computervariante, der Computermission, die wir hier spielen und warum wir was machen. Ich gebe eben ein bisschen Einblick in das Spiel selbst, in die Mechaniken und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, zuerst jetzt noch vielleicht eine kurze Rekapitulation eben der Folgen der hier vorliegenden Schlacht. Sowohl Japan als auch die USA verkauften die Schlacht in ihrer Propaganda als Sieg. Die Japaner argumentierten mit der Versenkung des Flugzeugträgers Lexington und der schweren Beschädigung der Yorktown. Wichtig dabei im Hinterkopf zu behalten ist natürlich nach wie vor der Angriff auf Pearl Harbor, wo die Amerikaner sehr viele Schiffe verloren haben, sehr große Verluste einstecken mussten und dann eben hier jetzt mit der Schlacht im Korallenmeer ein weiterer Carrier komplett versenkt, die Yorktown auch schwer beschädigt. Das ist natürlich ein schwerer Schlag für die Amerikaner. Diese auf der anderen Seite rückten den Stopp der japanischen Invasionsbemühungen um Port Moresby sowie die Zerstörung des leichten Flugzeugträgers Shoho und die schwere Beschädigung des Flottenträgers Shokaku ins Rampenlicht. In Wahrheit handelte es sich laut vieler Expertenmeinungen um ein für beide Seiten kostspieliges Unentschieden, das lediglich Aufschlüsse für zukünftige Trägerschlachten zutage bringen konnte und eben ein Vorbote für die moderne Seekriegsführung war, indem man eben gesehen hat, dass Flugzeugträger mit ihrer Mobilität, mit ihrer flexiblen Einsatzmöglichkeit mit Sicherheit eine große Rolle bei allen zukünftigen Schlachten spielen werden. Wir haben hier gerade unser Hauptquartier-Schlachtschiff, also das Colorado-Klasse-Schlachtschiff ausgewählt, feuern auf die Kagero und wir hoffen natürlich, die Kagero möglichst schnell aus dem Spiel nehmen zu können, denn man sieht, direkt darunter ist unser U-Boot oder eines unserer beiden U-Boote. Und dieses gilt es natürlich zu schützen. Einen weiteren Angriff mit Wasserbomben würde das U-Boot definitiv nicht überleben. Versuchen oder haben uns jetzt angeschaut, was beispielsweise unser U-Boot gegen die Kagero machen kann. Ja, so gut wie nichts leider. Die Zerstörer sind da so ziemlich der beste Counter, den man gegen U-Boote haben kann. Deshalb wechseln wir zu unserer Clemson, feuern natürlich auf die japanische Zero, den Jäger, denn diese Zeros, das haben wir bereits in den letzten Folgen gesehen, machen unglaublich viel Schaden an unseren Torpedobombern und Sturzkampfbombern und diese müssen wir natürlich beschützen, damit wir größere Chancen gegen die japanischen harten Ziele haben, also eben die japanischen Schiffe. Versuchen hier mit der Gato bestmöglich rauszukommen, beziehungsweise eben die gegnerische Kagero bestmöglich aufzuklären. Denn dann ist es für unsere anderen Schiffe leichter, Schaden zu machen, beziehungsweise machen sie mehr Schaden und wir haben vielleicht auch einen Statusreport. Leider in dem Fall jetzt trotzdem nicht identifiziert, wie viel Schaden wir tatsächlich gemacht haben und welche Teile der Kagero bereits
beschädigt sind. Die Yorktown hier relativ weit hinten ist auch gut so, denn das ist ja eines unserer Hauptziele. Wir müssen die Yorktown schützen. In dem Fall jetzt ziehen wir sie aber natürlich nach zu unserer Flotte, denn im Verband ist man natürlich am besten dran. Und dann jetzt die Überlegung, sollen wir einerseits, also möglicherweise die Kagero attackieren mit den Sekundärgeschützen, oder alternativ könnten wir natürlich auch versuchen, die Zero aus dem Spiel nehmen. Wir hätten 4 Schüsse auf sie. Sie hat 4 Lebenspunkte. Das würde dann schon sehr, sehr gut ausschauen, dass wir sie definitiv zerstören können. Bräuchten dann nur noch einen Jäger, um sie wirklich, ja, definitiv rausnehmen zu können. Entscheiden uns dann aber jetzt doch für unser U-Boot und versuchen mit der Sekundärbatterie auf die Kagero zu schießen. Wir wissen nicht, wie viele Lebenspunkte sie hat. Das heißt, wir dürfen hier nichts riskieren und die Kagero würde mit absoluter Sicherheit eben unser U-Boot versenken. Hinzu kommt, dass wir, so wie hier beispielsweise mit der Clemson, noch über eine gute Flugabwehr verfügen und davon ausgehen, dass wir die Zero dennoch aus dem Spiel nehmen können. Schießen jetzt zuerst einmal mit der Flugabwehr auf die Zero und kümmern uns oder wollen uns dann natürlich auch um die Kagero kümmern. Mit dem Torpedo müssten wir zu nah ran, dann würden wir ebenfalls einen Torpedotreffer einstecken. Das möchten wir vermeiden, schießen deshalb mit unseren Geschützen auf sie. Kagero hat ja in dieser Runde bereits zurückgefeuert, kann also jetzt nicht mehr schießen. Das heißt, es ist eine relativ sichere Angelegenheit an und für sich. Jetzt die Überlegung, wo fahren wir mit der Clemson hin? Sollen wir in Sicherheit fahren? Sie hat nur noch 6 Lebenspunkte. Alternativ könnten wir näher an die Kagero heranfahren, aber eben, ja, wir wollen, dass sie überlebt, vor allem, weil sie ein Kernschiff ist von uns, also mit grünen Lebenspunkten. Das heißt, dieses Schiff nehmen wir in die nächste Mission auch mit, deshalb besonders wichtig für uns. Mit der zweiten Clemson schießen wir auch wieder auf die Kagero und können sie jetzt tatsächlich auch versenken. Sehr, sehr beruhigend, denn damit haben wir unsere U-Boote vorerst einmal gerettet. Haben noch eine dritte Clemson, die hat allerdings bereits ihre Flugabwehr aufgebraucht. Wir hätten noch einen Schuss aus der Hauptbatterie bzw. den Torpedotreffer. Ist natürlich die Frage, was machen wir damit? Ja, es ist auch ein Kernschiff, deshalb holen wir sie zurück zu unserer Flotte, um hier wirklich eine möglichst große Luftabwehr-Bubble zu haben. Denn wir wissen nicht, gibt es weitere Flugzeuge, die uns attackieren. Einige sind ja nach Süden geflogen, in Richtung Neosho und Sims. Wenn die zurückkommen, wenn die sich das alles anders überlegen, dann haben wir natürlich sonst ein Problem. Aus dem Grund versuchen wir hier, unsere Schiffe jetzt zu zentrieren und wirklich größtmögliche Flugabwehr bereitzustellen. Steuern hier jetzt noch oder haben jetzt noch einige unserer Flugzeuge zur Verfügung. Mit Torpedobomber und Sturzkampfbomber können wir allerdings nicht die gegnerischen Zeros angreifen. Aus dem Grund nutzen wir die Zeit, um sie aufzutanken sozusagen. Dazu fliegen wir zum Flugzeugträger, landen dort, das kostet uns 3 Bewegungspunkte, die Landung, und können dann theoretisch gleich wieder starten oder wir lassen das Flugzeug an Deck stehen. In dem Fall haben wir uns dazu entschieden, das eher stehen zu lassen, damit das Flugzeug eher geschützt ist, sollten noch weitere Zeros beispielsweise jetzt kommen. Wir versuchen mit unserer Wildcat natürlich den japanischen Jäger jetzt endgültig auszuschalten. Klappt leider nicht. Wir haben ihn zwar auf 0 gesetzt, aber die Flugzeuge
haben das ja in der Regel hier, dass sie fliehen können. Hin und wieder zerstört man sie gleich komplett. Hin und wieder können sie fliehen. In dem Fall ist das leider passiert. Und wir haben natürlich die Befürchtung, dass wir jetzt in dieser Runde die Zero nicht mehr ausschalten können, was sehr, sehr schade wäre. Denn wenn sie zurückfliegen kann, dann ist das ja problematisch. Dann kann sie auftanken, kann sie Munition neu laden, kann nicht tödlichen Schaden heilen und dann kommt sie vielleicht mit 3 oder 4 Punkten, Rumpfpunkten wieder zurück und belästigt unsere Schiffe erneut. Somit ist unser Zug jetzt allerdings eben beendet und wir schauen uns an, was die Japaner machen und wir sehen hier Probleme. Ein Flugzeugträger, dann ein weiteres Flugzeug und natürlich auch noch eine Kagero schießt auf unsere Wildcat und fährt hier weiter. Ja, durchaus ein Problem. Positiv ist, wir stehen hier relativ gut, relativ eng mit unseren Schiffen und hoffen natürlich, dass unsere Schiffe entsprechend zurückfeuern können. Hier jetzt auch ein weiterer Bomber der Japaner, der sollte möglichst viel Schaden nehmen. Wir sehen, ja, schaut nicht gut aus. Jetzt kommen auch die Schiffe aus dem Süden zurück und der Carrier fährt auch in unsere Richtung, um seine Flugabwehr hier auch wieder reinzubringen. Also durchaus Probleme für unsere Flugzeuge. Das kann ganz, ganz übel ausgehen. Auch die Clemson kassiert hier ordentlich. Auf der anderen Seite, beziehungsweise auf der anderen Seite im Süden, die Sims dürfte alles unter Kontrolle haben. Zwingt hier jetzt hoffentlich auch dann das japanische Flugzeug zum Umkehren, zur Flucht. Fährt auf jeden Fall weiter oder kann auf jeden Fall weiterfahren. Und wir hoffen natürlich, dass sie sicher den Hafen erreicht. Die Neosho macht das Gleiche. Wie das ausgeht, seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald und Dere.